Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Familien. Wir begrüßen Sie ganz herzlich als Kinderärztin und Kinderärzte. Wir sind gleichzeitig aber auch Eltern und haben uns deswegen besonders gefreut, dass schon uns im Vorfeld so viele Fragen von Ihnen erreicht haben. Und wir wissen als Eltern sehr genau, dass diese Fragen wirklich im Alltag relevant sind. Es ist jetzt 18 Uhr, das ist eigentlich die Zeit, wo sich die Kleinen nochmal aufbäumen und eigentlich ins Bett müssen. Und Sie sind hier vor Ort und stellen uns Ihre Fragen. Das wissen wir sehr zu schätzen und möchten mit Ihnen gerne diskutieren, wie man das Immunsystem von Kindern stärken kann, was Eltern und Großeltern tun können. Nun, das kindliche Immunsystem, darauf werden wir eingehen, reift nach der Geburt. Es ist nicht per se defekt als Neugeborenes. Sie sehen hier in dieser Abbildung einmal eine sogenannte Neugeborenenakne. Das ist etwas, was Sie sehr häufig auf der Neugeborenenhaut sehen. Und es ist so der erste Kontakt, den die Haut, die kindliche Haut hat nach der Geburt mit Umweltbakterien, mit sogenannten Staphylokokken. Eine völlig normale Reaktion. Die Haarzellen reagieren auf den Kontakt mit Bakterien und können eine leichte Rotfärbung hervorrufen. Völlig normal und so die erste Auseinandersetzung der Haut mit Umweltbakterien. Wenn man sich einmal die Daten anschaut zu Neugeborenen in Deutschland, etwa 800.000 werden jedes Jahr geboren. Jedes dritte Kind kommt in Deutschland per Kaiserschnitt zur Welt. Jedes neunte Kind erhält schon frühzeitig Antibiotika. Und jedes zehnte Kind ist früh geboren. All das sind Faktoren, die beeinflussen können, ob das sogenannte Mikrobiom, das Immunsystem, sich normal entwickelt oder vielleicht auch schon frühzeitig einem gewissen Stress ausgesetzt ist. Wir wissen heute sehr gut, dass die Immunabwehr des Kindes schon früh reift und braucht dafür Bakterien aus der Umwelt, auch Viren. Und wir glauben, dass es gut ist, wenn sich diese Bakterien so ansiedeln, dass sie divers sind, dass sie vielfältig sind. Die Monokultur, also das, was Sie hier auf der linken Grafik sehen, die Monokultur ist auch eher ungünstig. Das ist das, was wir zumindest aus heutiger Sicht sagen können. Also je vielfältiger die Bakterien zusammengesetzt sind im Darm, auf der Haut, desto besser kann die Immunabwehr des kleinen Kindes reifen. Frühgeborene hatten wir kurz angedeutet, ist sicherlich ein Risikofaktor auch für Infektionen in den ersten Lebensjahren. Sie sehen hier einfach eine Grafik, die Ihnen zeigt, dass Frühgeborene, je jünger sie sind, also zum Beispiel unterhalb der 29. Schwangerschaftswoche, desto höher ist das Risiko in den ersten Jahren, zum Beispiel wegen einer schweren Infektion oder einer Ateminfektion, hier das fünffache Risiko im Vergleich zu reifgeborenen Kindern, tatsächlich stationär in einer Kinderklinik behandelt werden müssen. Also Frühgeborene sind etwas infektanfälliger und deswegen sind sie auch in besonderer Obhut bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten. Wie viele Infekte sind normal? Darauf werden wir sicherlich auch in den anderen Vorträgen noch eingehen. Und man kann generell sagen, das ist natürlich sehr altersabhängig und entspricht einem gewissen Reifungsprozess, den die Kinder unternehmen. Es gibt eine große Studie aus den USA, aus Michigan, die gezeigt hat, dass Kinder in den ersten Lebensjahren, und es hängt natürlich dann damit zusammen, ob sie in eine Kindertagesstätte gehen oder in einen Kindergarten, etwa 5 bis 10 Infekte pro Jahr durchmachen. Völlig normal. Aber natürlich auch ein enormer Stressfaktor für Familien. Im Alter zwischen 5 und 19 Jahren sind 3 Infekte pro Jahr normal. Dann in der 2., 3., 4. Lebensdekade auch 2 Infekte pro Jahr. Und über 40 dann knapp unter 2 Infekte pro Jahr. Also Sie sehen, es ist durchaus normal, Infekte zu haben, bedeutet nicht unbedingt, dass das Immunsystem defekt ist. Darauf wird Privatdozent Dr. Moorbach noch eingehen. Aber natürlich sind soziale Faktoren entscheidend. Wie groß ist die Familie? Besuchen die Kinder Kindertageseinrichtungen? Passivrauchen ist ein Risikofaktor, den man möglichst schon in der Schwangerschaft unterbinden sollte. Aber natürlich sind es in über 90% virale Infekte, also Viren, mit denen sich Kinder auseinandersetzen müssen. Und das ist das, was häufig zu Fieber führt, was die
Kinderärztinnen und Kinderärzte in den Praxen sehen. Und nur selten ist es wirklich notwendig, dass die Kinder in die Kliniken kommen, wie zum Beispiel in die Mönchberg- oder Missio-Klinik oder in die Kinderklinik der Universität. Hier habe ich Ihnen einmal mitgebracht ein Bild vom Weltfrühgeborenentag am 17. November, den wir jedes Jahr feiern und wo wir einfach für die Frühgeborenen in Erinnerung rufen, dass sie eben etwas anfälliger sind und besonderen Schutz bedürfen. Und an diesem Tag wird die Kinderklinik angestrahlt in lila Farbe. Wir betreuen an der Kinderklinik und Poliklinik in Würzburg etwa 5000 Kinder und Jugendliche jährlich und 30.000 Kinder stellen sich in unseren Spezialambulanzen einschließlich dem sozialpädiatrischen Zentrum vor. Und man kann generell sagen, dass das Immunsystem für viele Erkrankungen eine Rolle spielt. Das betrifft die frühen Neugeborenen, die immunologische Reifung, aber auch den Fachbereich der Infektiologie, der Lungenspezialisten, die Pneumologie. Letzten Endes betreuen wir auch Kinder mit onkologischen Erkrankungen. Und um die hohe Heilungschance, die diese Kinder haben, zu erreichen, muss man mit Medikamenten behandeln, die das Immunsystem für eine gewisse Zeit auch beeinträchtigen. Den immunologischen Schwerpunkt, den wir Ihnen auch noch vorstellen müssen, möchten, genauso wie rheumatologische Erkrankungen, also Gelenkerkrankungen oder Entzündungen des Körpers, die wir behandeln. Und nicht zuletzt Bereiche wie die Gastroenterologie, die sich also mit Entzündungen auch des Magen-Darm-Traktes beschäftigen. Also Sie sehen, das Immunsystem spielt eine wichtige Rolle und letzten Endes ist es wichtig, dieses Immunsystem zu stärken. Wie kann man das tun? Ich hatte bereits gesagt, die Schwangerschaft ist eine wichtige Phase, wo man letzten Endes Schutz erreichen kann, unter anderem, dass man Schwangere impft gegen zum Beispiel Pertussis, weil die Neugeborenen in den ersten 2 Monaten noch nicht schützbar sind durch eine Impfung. Aber wenn sie Antikörper von der Mutter übertragen bekommen, so ist das Risiko für schwere Verläufe deutlich vermindert. Sie sehen hier in der Grafik auf der rechten Seite, was es bedeutet, wenn Personen im Haushalt einen Schutz gegen Keuchhusten haben. Das ist der sogenannte Kokon-Effekt. Ist die Mutter nur geschützt, dann kann man etwa 30-40% der Infektionen vermeiden. Sind Mutter und Vater geschützt, dann etwa 60%. Und sind alle geschützt, auch das Geschwisterkind, dann bedeutet das eigentlich einen perfekten Infektionsschutz für das neugeborene Kind. Stillen ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir noch eingehen werden. Wichtig ist, dass man dabei erkennt, dass das Stillen ja vielfältige gute Eigenschaften bedeutet. Und die kindliche Entwicklung hat wichtige Zeitfenster. Sie sehen hier noch einmal die Schwangerschaft oder der sogenannte pränatale Bereich. Das heißt, auch das Immunsystem und auch in Gemeinsamkeit mit anderen Organsystemen, unter anderem der Hirnentwicklung, kann beeinträchtigt werden durch mütterlichen Stress, durch Gifte, also Drogen beispielsweise, aber auch Nikotin, durch Infektionen, auch durch eine Fehlernährung oder Gewalterfahrung. Und Sie sehen, dass diese Bereiche, diese Phasen auch nach der Geburt und in den ersten 2 Jahren ganz besonders wichtig sind für die Reifung, nicht nur des Gehirns. Sie sehen, die Anzahl der Nervenzellen steigt hier im Laufe der ersten Lebensjahre, auch die Geschwindigkeit der Verknüpfungen. Die Zahl der Verknüpfungen steigt ganz stark in den ersten 12 Monaten, also die Verknüpfung zwischen den Nervenzellen, und fällt dann wieder ab. Und daran können Sie erkennen, wenn Sie in dieser Phase zum Beispiel Chinesisch oder Russisch lernen, dann werden Sie das auch nicht vergessen. Je später Sie damit starten, desto schwieriger wird das werden. Also ganz wichtige Zeitfenster der Entwicklung, nicht nur für das Gehirn, sondern auch für das Immunsystem. Und heute wissen wir, dass das Immunsystem und die Gehirnentwicklung zum Teil parallel verlaufen und miteinander in Beziehung treten. Stillen in den ersten 6 Monaten, das sind die Empfehlungen, die wir aussprechen. Nicht nur, weil es sehr viel Wärme und Sozialkontakt bietet, sondern auch, weil die Entwicklung des Kindes gefördert wird und man Stress und Angst auch beim Kind abbauen kann. Es kann bestimmte Erkrankungen wie Allergien, Asthma vermeiden. Ist ein Nahrungsmittel natürlich. Ernährung, Wachstum, Organreifung spielt eine wichtige Rolle.
aber letzten Endes auch, und das ist auch in den Fragen zum Teil gefragt worden, Probiotika. Gibt es einen besonderen Effekt von Probiotika? Kann man das kindliche Immunsystem damit günstig beeinflussen? Letzten Endes ist die Muttermilch das beste natürliche Probiotikum, was es gibt. Es enthält viele Bakterien, wie zum Beispiel Bifidobakterien. Und diese Bifidobakterien, die werden bei Kindern eingesetzt, die zum Beispiel nicht gestillt werden als Probiotikum. Aber ich kann vorwegnehmen, es gibt relativ wenig gute Daten, die dafür sprechen, dass man Infekte in den ersten Lebensjahren vermeiden kann durch den Einsatz von Probiotika. Aber das Stillen, Muttermilchernährung, ist sicherlich ein sehr wirksamer Schutz gegen verschiedene Viren und Bakterien. Die Muttermilch enthält auch bestimmte Zuckermoleküle, die sogenannten Milcholigosaccharide, und die werden eben von den guten Bakterien, den Probiotika, Bifidobakterien genutzt und verstoffwechselt, und somit kann sich ein gesundes Mikrobiom nach unserer heutigen Vorstellung ansiedeln und vor bestimmten Erkrankungen auch schützen. Ich glaube, das ist Ihnen hinlänglich bekannt, dass die gesunde Ernährung einen ganz wichtigen Aspekt darstellt für die Stärkung des Immunsystems. Ausreichend trinken, Vollkornprodukte spielen eine Rolle. Frisches Obst und Gemüse, auch deswegen, weil auf der Schale zum Beispiel von Äpfeln oder Gemüsesorten auch gute Bakterien sind, die wiederum das Immunsystem auch anregen sollen. Also normal mit Wasser abwaschen, Obst und Gemüse, keine übertriebenen Händedesinfektionsmittel im Haushalt einsetzen. Das ist wichtig für die Mikrobiomentwicklung und Immunentwicklung des Kindes. Einmal pro Woche Fisch, auch das ist etwas, was man durchaus umsetzen kann. Fisch enthält Omega-3-Fettsäuren, die ebenfalls einen fördernden Effekt auf das Immunsystem haben. Genauso wie wir aus kinderärztlicher Sicht das Frischkochen eher empfehlen würden als die Nahrungsmittel aus der Gefriertruhe. Süßigkeiten in Maßen, wie schwer das umsetzbar ist, das wissen wir alle. Aber letzten Endes sollte man berücksichtigen, dass viel raffinierter Zucker im Darm auch dafür sorgen kann, dass die guten Bakterien eben verschwinden können und sich stattdessen krankmachende Bakterien ansiedeln. Also das gesunde Maß ist hier entscheidend. Frischluft und Bewegung bei Wind und Wetter, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und das hat die Lockdown-Zeit uns auch nochmal gezeigt, dass die Kinder die Bewegung draußen auf Spielplätzen mit anderen Kindern brauchen, um letzten Endes nicht nur die eigene körperliche Fitness zu trainieren, sondern auch die körpereigene Abwehr, da einfach eine angemessene körperliche Belastung verschiedene Abwehrzellen mobilisieren kann. Und wir empfehlen auch, dass man eben manchmal auch die Klimazonen wechselt und mal am Meer und in den Bergen Urlaub macht. Eine Frage kam auch schon im Vorfeld, wann man denn zum Beispiel mit Wechselduschen oder Sauna anfangen kann. Das ist natürlich kulturell sehr unterschiedlich. Da ich Finnland-affin bin, weiß ich, dass dort schon die Säuglinge ganz unten in die Sauna gesetzt werden. Also da gibt es letzten Endes keine gute Empfehlung, außer dass man das schon im Kleinkindalter tun kann, solange es die Kinder mögen. Nochmal ein ganz wichtiger Aspekt zu den Umweltmikroben. Wir wissen seit den Bauernhofstudien, dass es gut ist, wenn man sich viel mit natürlichen Keimen auseinandersetzt, Kontakt zu Tieren hat, also auch ein Pro für all diejenigen, die sich bislang gegen ein Haustier entschieden haben. Bitte versuchen Sie, den Kinderwunsch zu erfüllen, so gut es geht, zumindest für das Training des Immunsystems ist das ganz wichtig. Ich habe mich auch von meiner Familie überzeugen lassen und bin heute sehr froh, einen Hund in der Familie zu haben. Es ist wichtig, dass man das kindliche Immunsystem nicht unterfordert. Das heißt, auch im Sandkasten spielen, Spielzeuge austauschen mit anderen Kindern. Das ist etwas, was das kindliche Immunsystem braucht. Und somit kann man auch das Risiko von Allergien oder auch Autoimmunerkrankungen reduzieren. Stress reduzieren, auch das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind in unserer Gesellschaft als Erwachsene häufig geneigt, uns selber zu optimieren und übertragen das dann auf die Kinder, dass sie viel auch in der Freizeit Aktivitäten haben. Aber dieser chronische Stress kann die Infektanfälligkeit bei Kindern erhöhen
Und die Kinder brauchen einfach genügend freie Zeit für Aktivitäten, die ihnen Spaß machen. Das freie Spiel aus meiner Sicht ganz entscheidend. Und das bedeutet auch eine gewisse psychische Ausgeglichenheit. Das heißt, seelische Belastungen können sich negativ auf die Immunfunktion des Kindes auswirken. Liebe, Lachen, Nähe und Geborgenheit sind ganz wichtig und vor allen Dingen soziale Kontakte auch zu anderen Kindern. Das heißt, das können wir jetzt gut auch in der Herbstzeit, auch wenn natürlich die Infektbelastung jetzt höher ist, können wir aber gut die Lockdown-Phase wieder aufholen und somit auch diejenigen beruhigen, die sich Sorgen gemacht haben, dass die Kinder eben isoliert waren in der Lockdown-Zeit. All das können Kinder gut kompensieren, wenn man ihnen die Möglichkeit dafür gibt. Und mein letzter Gedanke ist noch in Richtung genügend Schlaf. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, nicht nur bei den Kleinkindern. Babys brauchen etwa 16 bis 18 Stunden Schlaf, Kleinkinder 12 bis 14 Stunden. Aber gerade die Schulkinder, die eigentlich 9 bis 12 Stunden Schlaf brauchen, und die Jugendlichen mit 8 bis 10 Stunden Schlaf haben häufig weniger. Und das geht einher damit, dass wir empfehlen, dass die Medien wirklich zurückhaltend genutzt werden. Hat auch etwas damit zu tun, dass Blaulicht in den Medien den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinträchtigen kann, nämlich das Hormon Melatonin, was wichtig ist, um einzuschlafen, wird durch das Blaulicht deutlich beeinträchtigt in seiner Expression. Und wir sollten generell darauf achten, dass Medien wirklich balanciert genutzt werden. Also lieber draußen spielen lassen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt an Frau Professor Fiehmann übergeben, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie das Immunsystem direkt nach Geburt reifen kann.